deutsche Flugzeugträger, die Kaiserliche Marine, hatte bereits mehrere ehemalige Handelsschiffe zu Flugzeugmutterschiffen umbauen lassen und mit jeweils 2 bis 4 Wasserflugzeugen ausgerüstet, die dann zu Aufklärungszwecken eingesetzt wurden. Im Oktober 1918, man hatte sich im Konstruktionssamt des Reichsmarineamtes stattdessen dafür entschieden, das 1914 bei Blohm und Fons in Hamburg auf Kiel gelegte, am 15. April 1915 vom Stapel gelaufene und seitdem dort unfertig liegende Turbinenpassagierschiff Außeneye, das von der italienischen Reederei Sigma bestellt worden war, zu einem Flugzeugträger umzubauen und dann als Flugzeugdampfer in Dienst zu stellen. Kleiner Flugzeugträger, Projekt Moser, während sich die Graf Zeppelin noch im Bau befand, stellte das Oberkommando der Kriegsmarine Überlegungen für eine Serie kleiner Flugzeugträger an. Vergleichbar mit den alliierten Escort Carriers, zunächst wurde ein Schiff in der 12.000 Tonnen Klasse fokussiert, was sich aber auf einen Entwurf für 6.000 Tonnen änderte. Offiziell als kleiner Flugzeugträger bezeichnet, es wurden nur sehr wenige Entwürfe gemacht. Der am weitesten fortgeschrittene war das Projekt Moser, benannt nach dem verantwortlichen Chefingenieur Hans Moser. Für keinen der Entwürfe erging ein Bauauftrag. Kleinflugzeugträger. Dieser Entwurf entstand auf Eigeninitiative von Dr. Heinrich Dreger, dem Eigentümer der Firma Dreger Werk, welche Militärausrüstung herstellt. Der Gedanke hinter dem Projekt war die Notwendigkeit eines schnell, leicht und kostengünstig herzustellenden Trägers. Da sich bereits gezeigt hatte, dass große Träger wie die Graf Zeppelin viel zu kostenintensiv und zeitaufwendig sind als Einsatzkonzept, sah Dreger die Wolfsrudel-Taktik der U-Boot-Waffe vor. Ein weiteren Vorteil sah er in der geringen Größe, wodurch auch viele kleinere Werften diesen Schiffstyp bauen könnten, was eine Massenfertigung gewährleisten würde. Dreger legte seinen Entwurf am 27. Januar 1942 dem Leiter der Technischen SS- und Polizeiakademie, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS, Professor Dr. I.N.G. Gerloff vor. Dieser legte den Entwurf wiederum 2 Tage später dem Chef der Ordnungspolizei SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Kurt Danke vor, welcher enge Verbindungen zu Himmler und Hitler hatte. Allerdings fand der Entwurf keinen großen Anklang und wurde nicht weiter beachtet, da es nichts mit der SS zu tun hatte. Am 10. Februar 1943 gab die SS das Projekt an die Luftwaffe ab. Die Luftwaffe hatte jedoch kein großes Interesse an dem Projekt und lehnte es am 11. Oktober 1943 ohne weitere Kommentare ab. Hilfsflugzeugträger. Jale, das Passagierschiff Gneisen auf der norddeutschen Lloyd-Reederei, war eins der Schiffe, die für das Trägerbauprogramm des Jahres 1942 ausgewählt wurden. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die Gneisen auch zunächst von der Kriegsmarine requiriert und als Truppentransporter benutzt. Als die Entscheidung auf die Gneisen auffiel, begannen am 13.05.1942 die ersten detaillierten Studien für den Umbau durch die Stabilitätsprobleme der Gneisenau und den recht hohen Treibstoffverbrauch. Wurde das Projekt jedoch am 25.11.1942 wieder aufgegeben, ohne dass irgendwelche Arbeiten an dem Schiff erfolgt waren. Hilfsflugzeugträger Elbe, das Passagierschiff Potsdam der norddeutschen Lloyd-Reederei, war eins der Schiffe, die für das Trägerbauprogramm des Jahres 1942 ausgewählt wurden. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die Potsdam von der Kriegsmarine requiriert und als Wohnschiff benutzt. Zusammen mit dem Hilfsflugzeugträger Jade, der vormaligen Gneisenau, sollte sie
Admirale Klasse bilden. Im Gegensatz zu den anderen Schiffen wurde der Umbau der Potsdam im November 1942 nicht gestrichen. Jedoch sollte die Elbe wegen ihrer geringen Geschwindigkeit nur als Ausbildungsträger benutzt werden. Durch Materialengpässe wurden die Arbeiten an dem Schiff am 2.2.1943 gestoppt und bis Kriegsende nicht wieder aufgenommen. Hilfsflugzeugträger Weser, die Seydlitz, war ursprünglich das vierte Schiff der schweren Kreuzer der Admiral-Hipper-Klasse. Im August 1942 wurde entschieden, das Schiff zu einem Flugzeugträger umzubauen. Da es bereits zu 90% fertig war, musste zunächst ein Rückbau stattfinden, um Platz für das Flugdeck zu schaffen. Der Rückbau erforderte das Entfernen der gesamten Bewaffnung und die Demontage der Aufbauten. Die vier Geschütztürme mit ihren jeweils 220,3 cm Kanonen wurden als Küstenartillerie in Frankreich installiert. Mit dem Befehl Hitlers vom 26. Januar 1943, alle großen Überwassereinheiten außer Dienst zu stellen, wurden die Arbeiten am Schiff eingestellt. Beim Baustopp an der Seydlitz standen noch der Schornstein und einige weitere Aufbauten auf dem Oberdeck. Ende März 1944 wurde das Schiff von Bremen über Kiel nach Königsberg geschleppt, wo es am 2. April eintraf und ab Dezember 1944 als Wohnschiff genutzt wurde. Wegen des Vordringens der Roten Armee wurde das Schiff am 10. April 1945 an seinem Liegeplatz im Hafen von Königsberg gesprengt. Das Wrack wurde 1946 von der sowjetischen Marine gehoben und nach Leningrad geschleppt, da es möglicherweise als Ersatzteillager für die einstige Lützow dienen konnte. Tatsächlich wurde es am 10. März 1947 in die Schiffsliste eingetragen, dann aber am 9. April 1947 doch wieder gestrichen und verschrottet. Hilfsflugzeugträger Eders Passagierschiff Europa der norddeutschen Lloyd-Reederei war das dritte Schiff, das für das Trägerbauprogramm des Jahres 1942 ausgewählt wurde. Sie war das größte Passagierschiff Deutschlands zur damaligen Zeit. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die Europa von der Kriegsmarine requiriert und zunächst als Wohnschiff und ab 1940 als Truppentransporter benutzt. Wie auch bei der Gneisenau wurde das Programm im November 1942 wegen Stabilitätsproblemen und hohem Treibstoffverbrauch gestoppt, ohne dass die Umbauarbeiten begonnen hatten. Nach dem Krieg wurde das Schiff von der US Navy beschlagnahmt und als Truppentransporter USSAP 177 in Dienst gestellt. 1946 wurde das Schiff an Frankreich abgegeben und dort unter dem Namen Liberty bis 1962 wieder als Passagierschiff benutzt. Flugzeugträger 2 mit der Eroberung Frankreichs 1940 fielen Deutschland mehrere französische Schiffe in die Hände. Unter anderem auch der im Bau befindliche Flakkreuzer Degras. Im Rahmen des Trägerbauprogrammes wurde beschlossen, die unfertige Degras zu einem Flugzeugträger umzubauen. Jedoch wurden die Arbeiten bereits im Februar 1943 wieder eingestellt durch Materialaufwand sowie die ständige Bedrohung durch Luftangriffe und Sabotageakte der Resistance. Nach dem Krieg wurde das Schiff von den Franzosen zurückgebaut. Aufgrund von Mangel an Geld und moderner Technik konnte das Schiff erst am 3. September 1956 in Dienst gestellt werden. Graf Zeppelin-Klasse am 15. November 1932 wurde von der Reichsregierung PAM im Aufbauprogramm für die Reichsmarine auch ein Flugzeugträger vorgesehen. Die Marine wollte 1934 bereits drei Flugzeugträger in ihrer Flotte haben.
In den 1920er und 1930er Jahren sah man Frankreich als Hauptgegner zur See an und Flugzeugträger sollten in einem Krieg die deutschen Kriegsschiffe im Atlantik im Handelskrieg gegen Frankreich unterstützen. Durch das deutsch-britische Flottenabkommen von 1935 war Deutschland im Bereich Kriegsschiffe nicht mehr an den Versailler Vertrag gebunden und der Weg war frei für den Bau von Flugzeugträgern. England erlaubte in diesem Vertrag Deutschland jeweils 35% von jeder Kriegsschiffskategorie der britischen Flotte zu bauen. Für Flugzeugträger hieß das 2 Einheiten der Größe. Sie ab 1934 für die Graf Zeppelin-Klasse entworfen wurde, da Deutschland durch den Versailler Vertrag der Bau von Flugzeugträgern unmöglich gewesen war, fehlte auch jede Erfahrung im Trägerbau. Als im April 1934 eine Arbeitsgruppe unter dem Diplom-Ingenieur Wilhelm Hadeler mit den Entwurfsarbeiten begann. Der Entwurf richtete sich zunächst nach dem Muster der britischen Träger der Courageous-Klasse. Zusätzlich suchte man den Erfahrungsaustausch mit Japan. Dazu reiste 1935 eine deutsche Studienkommission unter der Leitung von Ernst August Roth nach Japan. Schließlich entstand ein von ausländischen Einflüssen weitgehend unabhängiger Trägerentwurf.